Also, wenn ich anstatt Metal Respektlos. Metal schreiben würde, würdest du das respektlos finden? Ja. Gibt es hier dann auch wieder einen Undercover-Admin? Wie, ich weiß nicht, wie er früher damals hieß. Dämon? Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Da gab es mehrere. Dämon gab es damals, oder Demon, glaube ich, hat sich tatsächlich genannt. Also es gab da schon ein paar, aber ich weiß nicht, ob. Also Undercover-Admins gibt es mit Sicherheit nicht hier, denke ich. Weil, wenn hier jemand Admin ist, dann sieht man das ja rechts. Schau. Aber ich will jetzt irgendwie nicht auf Hater klingen oder so, aber dieser, das war nicht der A. Maller oder wie er heißt? Das ist nicht der Nein. Demon. Und selbst wenn er es wäre, würde ich dir nicht sagen. Na gut. Ich weiß den Namen nicht von diesem A. Maller, ich kenne ihn nur unter A. Maller, deswegen. Ja, der heißt aber eigentlich auch selbst wenn, nicht einmal Emaler. Das ist das auch so eine Sache, die ich nie verstanden habe. Der hat gesagt, Bam, Alter, und nicht Emaler. Ja gut, der Dialekt hat es dann halt sich so klingen lassen, als wäre es Emaler, ne? Ne, da hat es nur ein bisschen schneller gesagt, Bam, Alter. Ja. Hat es halt ein wenig gezogen, also. Und vor Wissen allem heißt so es ja anders. überbackene Mushrooms. Boah, scheiße, ich muss mal wieder in Thrifty Steiner, Alter. Überbackene Mushrooms als Vorspeise und als Hauptgericht. Richtig geile Spare Ribs, Alter. Boah, das wär's mal wieder. Da zahlt man sich immer gleich dumm und dämlich in dem Ding, aber es ist richtig geil. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Zeit, ja. Ne, es ist halt so richtig amerikanischer Steiner, wie früher aus den 50er Jahren halt, ne? Da gab es doch diese 50 Steiner-Ding, also diese Diner sind immer überall, sind die aus dem Boden gesprossen. Haben die Hater eigentlich schon Rudis Grab beschmutzt oder so? Na klar, an dem Tag, an dem ich dich getötet habe. Beurteile ein Bild niemals nach dem Rahmen. Das ist auch eine philosophische Aussage. Ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt geklaut hatte. Jeder einzelne Tag, an dem ich weitermache, ist ein Gewinn für mich und eine Niederlage für die Hater. Hauptsache nicht arbeiten. Ja, und wer sagt dir, dass ich nicht arbeite? Du bist auch schon wieder so ein Intelligenzbolzen, dass Kann man ich meine meinen. Pfandflaschen dir über den Zaun werfen, um Dass dich zu man. unterstützen? Man könnte eigentlich schon wieder meinen, dass du so ein Intelligenzbolzen bist, dass du gar eine Steinangst vor deiner Intelligenz hat. Und zwar damit, dass es sich mit seiner Dummheit infiziert. Ja, du hast recht, Rainer. Natürlich Du habe hast ich recht. recht. Natürlich habe ich recht. Ich bin intelligenter als du. Das ist aber nicht sonderlich schwer, weil einen IQ von 1 kann man schlecht unterbieten. Scheiße. Was los? Heute ist schwarze Tonne. Fuck, ich habe vergessen, die Tonne rauszustellen. Na, mach das Boah, doch eben. ich kann kurz. Nee, es hilft nichts mehr. Selbst wenn ich jetzt mit Fullspeed rausrenne, bis ich das Tor aufreiße und alles, und wenn ich das dann rausstelle, ist der vorbeigefahren. Und beim Runterfahren hält er Vielleicht leider nicht fragst mehr. du ja mal nach. Kommt der so Okay, früh das bei uns? kannst du mal warten für 5 Minuten. Der kommt tatsächlich, ja. Wow. Was mache ich 5 Minuten? Da kannst du ja mal fragen, ob der 5 Minuten wartet, gibst du ihm einen Kaffee oder so. Das macht er nicht, das weiß ich auch. Und außerdem, bis ich rausgekommen bin, habe ich auch die Mülltonne mit rausgebracht, aber da ist er bereits vorbeigefahren. Und beim Runterfahren hält er nicht nochmal. Ich habe das nämlich schon mal vor einem halben Jahr oder was mal gefragt gehabt. Das heißt halt, bei denen heißt es halt, entweder du stellst es raus oder du hast Pech. Dick Alter, Junge. Corona bumst die ganze Wirtschaft. Naja, das dürfte aber nicht so extrem schnell schon Auswirkungen haben. Die Wirtschaft ist in den letzten Ja, jetzt Jahren so schon öfter extrem. Das mal. ist schon krass. Die wird ja schon, aber das dürfte noch Und nicht wenn du guckst, wie jetzt. viele Leute ihre scheiß Jobs verlieren, weil irgendwelche Firmen sich in die Kurzarbeit retten müssen, ist schon nicht ohne. Ja, aber das dürfte bei solchen riesigen Firmen wie Ding dürfte das noch nicht ins Gewicht fallen. Das würde schon ins Gewicht, es fällt schon ins Gewicht, klar, aber so schnell halt merkst du davon normalerweise noch nichts. Das wird schon noch ein paar Monate dauern, bis du es richtig merkst. Aber ich gehe davon aus, dass, also soweit ich weiß, ich kenne jemanden, der sich mit Wirtschaft ein bisschen beschäftigt. Da lief es anscheinend schon die letzten Monate vor Corona ein bisschen schwierig. Deswegen, das wirkt sich jetzt alles halt langsam aber sicher aus. Na gut, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und ich werde jetzt mal gucken, ob ich jetzt zum Ja, verpiss Bäcker dich, Rainer, du fetter Bastard. Pipi Kaka, Fortnite, Tanz auf Rudis Grab, du Hurensohn. kann. Ja, Ja? und jetzt weiter? Bann mich doch, du fettes Stück Scheiße, Alter. Komm, Ja, zeig und doch mal, was weiter? du drauf hast, du fetter Bastard. Komm, traust dich doch nicht, du Dass ich fettes mehr Mal. drauf habe wie du, Ich du komm zu dir, Arschloch! ich Pipi komm Kaka, zu Hurensohn, dir. du fettes Mach jetzt Pipi hier fein, Kaka. jetzt los. Ganzen Tag hier, gar, nicht mal einmal Mund aufbekommen. Ihr seid echt Kleinkinder, ihr seid echte Kleinkinder, Alter. Ihr solltet euch vielleicht mal einen neuen Job suchen. Lieben Hater, jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davonkommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Jetzt aber fliegt ihr raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Jetzt haben wir, das war's, Alter. Das kann jetzt sein. Ey, ohne Dreck, Alter.